Hallo und herzlich willkommen zurück zu Saints Row 4. Ja, Mann. Die Action geht weiter. Wir sind irgendwie aus der Kapsel im Raumschiff ausgebrochen. Jetzt sind wir hier im Raumschiff und haben eine komische Vision und so. Und jetzt muss er irgendwie... Ja, Mann, wir haben eine Waffe. Wir haben sie. Ist er nackt, aber wir haben eine Waffe. Cool. Jetzt haben wir eine Waffe. Ja, jetzt auf einmal kann wieder normal laufen und so. Es ist aber ziemlich cool gemacht. Da wohin müssen wir denn gehen? Da geht's nicht lang. Da geht's. Ja, du bist ja gefangen und so. Und jetzt. Da hoch würde ich ja zum Beispiel nicht gehen. Da, ach so, da muss man hoch. Ah ja, in so ein Raumschiff. Schnell entschärft die beiden. Alles Kopfschüsse, Headshot. Ach so, naja, stimmt ja. Hä? Wo geht's denn jetzt? Ach da. Hä, wie, wo, was? Wo geht's lang? Hier oder was? Alle erledigt. Frischer Wind. Wenn er mich jetzt erwischt, der Penner. Dann bin ich dran. Ich hoffe, er erwischt mich nicht. Gibt's hier keine Waffen? Ah. Ach shit, ich muss auch gucken hier. So. Headshot. Oh Gott. Ist hier etwa Kenzie? Sie zerstören ihr eigenes Raumschiff und so. Habt ihr schon mal über die Folgen und die Rechnung nachgedacht? Geht's dann weiter? Da hinten? Wir müssen durchhalten. Der Präsident. Haben wir noch eine andere Waffe? Alien MP, die ist auch mal geil. Ach du Scheiße. Ich glaube, es wird Zeit für die Waffe. Ich glaube, wir entkommen hier nicht so einfach. Alter, wie viel kommen da denn noch? Mein Gott. Oh mein Gott!
Ich kann also gar nicht gewinnen, oder wie? Eine nackte Frau. Oh Gott. Wir werden so durchlöchert. Fuck off die Waffe. Oh shit. Oh, wie geil. Kind, sie rettet uns. Ich hoffe, wir können rechtzeitig abhauen. Jetzt sieht er auch mal eine Nackte. Oh Gott, das war knapp. Ich hoffe, wir sind jetzt entkommen und es passiert nichts weiteres. Ist das das Riesenraumschiff? Irgendwie so. Oh mein Gott, wie geil. Dürfen wir jetzt das Raumschiff fliegen? Geil wär's, aber mal gucken. Ah, cool, wir dürfen sogar fliegen. Ich muss ja kurz was einstellen, die nicht die Anzeige, sondern die Steuerung. Also, man kann auch mit der Maus steuern, oder was? Okay, dann machen wir das mit der Maus. Shit. Psst, das ist Copyright, Copyright, Copyright. Copyright, Copyright, Copyright. Wir müssen das rausschneiden. Ich muss noch mal kurz gucken wegen der Musik, weil irgendwie muss ich die echt komplett raus ausmachen. So. 8 wird reichen. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht mehr, die Musik. Weil ich muss das machen. Ich muss die Musik ausmachen. Das ist meine Pflicht, sowas zu tun. Wow, 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 wow. Diese Blur-Effekte, die sind echt nicht cool. Oh, shit, 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 shit. Wow, shit. Wow, wow, wow. Schaffen wir auch das? Oh, knapp, knapp, knapp. Ah, das ist knapp gewesen. Gott. Hier sieht man auch nichts, verdammte Scheiße. Do a barrel roll. Spin this ship, damn it. Do a barrel roll, also ein dreh dich. Wow, wow! Und? Wo sind wir hier? Wir sind irgendwo im Weltraum. Verdammt. Star Wars-like, oder was? Da ist die Erde. We're not really leaving the others, are we? Hell no. But if we're taking the fight to Zinyak, we need all the help we can get. Kinsey, can you get in touch with Oleg? Yeah, we should be in range. Oleg, brauchen wir auch noch. I always thought Nightblade was just a vampire show. Oh no, my friend.
Das ist Drama pur. Hey, you need to take that? You know anyone with the 217 area code? Is that St. Louis? Probably telemarketer. Oof. Ignore. Voicemail? Nimm doch jetzt mal ab hier. Was zur Hölle ist jetzt kaputt? Oh mein Gott. Alter. He's not getting away with this. You're goddamn right he's not. Kinsey, can you use this thing to place me back in the simulation? Yeah, I think I should be able to. Wait, you want to go back in there? You can't kill Xenia plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You, sure. You need help setting the DVR. You're taking over a small part of the simulation led you to me. Taking over the whole damn thing has to do something good. You don't even know. Die Welt ist gesprengt. The president is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zen security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness, locate where they're keeping our friends. And find Xenia. Yeah. Alright, let's do this. When historians look back on the fall of the Zen Empire, this will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized. And a course was set that the Saints could never back down from. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation, and the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history, Johnny Gat. But ever as always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action and the building of a robot. Die echte Welt. Die Erde ist explodiert. Boah, krass. Das war ja vorauszusehen, dass das passieren wird. Und 2100. Und ist das das Level? Level 4. Das Schiff. Aha, wir haben das Schiff. Wie können wir fliegen? Gateway, West Stanfield. Besatzungsmitglieder Kinsey und Kate. Begleiter Cave David. Kinsey Kensington. Bandenanpassung. Okay. Ziemlich viel Hammer hier. Bin ich jetzt wieder in der virtuellen Welt? Ich glaube ja. Kräfte müssen anpassen. Blast. Bereich. So, wir können jetzt verbessern. Das Tempo übernehmen. Mach mal ein bisschen schneller. Dann mach den Supersprung. Mach mal. Ach so, Höhe. Ach so, Preis. Ach so, Preis 10 haben wir nicht genug. Gut, dann Upgrades. Was haben wir denn da? Fähigkeiten. Die Ausdauer erhöhen wir. Was kann man sonst noch machen? Gesundheit. Leicht wenn die sterben. Machen wir natürlich auch. Machen wir noch das Upgrade und das Upgrade. Gesundheit ist immer gut. Schaden. Für was Schaden? Handfeuer. Verwaffen nicht genug Geld, das war wieder klar. Kampf. Okay, gibt's da noch. Hier gibt's nichts mehr. So, Kampf war mal schon. Fahrzeuge. Kampf, habe ich gesagt. Fahrzeuge meine ich. Nitro. Naja, gucken wir mal. Merken wir uns mal. Boni. Steigert und EP für das Erledigen von Unruheherden. Also, das heißt, von gelöschten Simulationen wird doppelt so viel Beine fallen gelassen.
Asker, ja. Können wir uns eh nicht leisten. Dann machen wir mal Fahrzeuge und das Nitro. Auf jeden Fall. Das haben wir jetzt auch. Und Aufträge, Upgrades. Okay, da haben wir auch nichts mehr. Aufträge, was haben wir denn jetzt? Gesetze spreche, übernimm einen Laden. Dann machen wir das jetzt. There's plenty you can do to overload, disrupt, and generally break the whole damn thing, so let's start small. I know hacking stores seems trivial, but it's a good place for us to begin. Alright, get moving. Jetzt überfallen wir den Laden. Und ich hoffe mir, dass wir ihn auseinandernehmen werden. I think it'd be best to start at Planet Zinn. If I'm taking back a store from Zinniak, I'm starting there on principle. Okay, good point. Was ist das denn hier? Gateway-Funktion. Ah, okay. Gut. Nein, nein, stopp, stopp. Das auch noch. Wo ist ja noch eins? Da drüben. Das haben wir auch. Oh, wow, wow. Somebody's got a high opinion of themselves. So you should be able to hack it from right outside the door. Good luck. Hacke den Laden. Laden gesperrt. Hack ihn, um Zugriff drauf zu haben. Wo hack ich den dann? Ich hab dir die Tür ins Gesicht geschlagen. Hacken, hä? Wo denn hacken? Hier hinten, oder was? Da, oder wie? Ich versteh's gerade nicht. Oder oberhalb hacken. Nee, da oben auch nicht. Gut, dann muss er wahrscheinlich im Laden das machen. Ach, warte, 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 warte. Ach, man muss vor dem Laden stehen. Gut. Verbinde den Datenzugriffsschaltkreis von links nach rechts und nutze dazu die verfügbaren Hacking-Knotenpunkte in der rechten Spalte, bevor die Zeit abläuft. Aha, Maus-Scroll, Knotenpunkt-Typ ändern, Knotenpunkt platzieren. Okay. Ach so. Kinsey's Job is easy. Ist jetzt unser Laden. And of course the police show up. Oops, you must have tripped the security alarm. Is this gonna happen every time I hack a store? I think I can cut off the outside security program from the rest of the stores, so no, it shouldn't happen again. Time to get out of here. No wait, don't. I wanna see how their reaction protocols work. Yeah, you sit behind a computer. I'll go get shot at for your entertainment. Wine, wine, wine. Das mit dem Wasser finde ich schon geil. Ach du Scheiße, was ist jetzt los? So, dann müssen wir...
Hold on. Look at that gold floating robot thing. I think it's controlling the security program here. And so? So if you catch the golden orb and shut it down, then the Zin should no longer see you as an immediate threat. Catch the gold ball. Am I hopping on a red train next? Maybe wear a jaunty hat? No. So, gut, das haben wir auch geschafft. Ups. Der ist voller Radau und so. Wir laufen einfach mal diesmal. Wo ist dieses Drecksding? Alter, bleib doch mal da jetzt. Boah, diese... Alter, diese Laternen hier. Komm erzähl, du Scheißding. Come over here, you little tear. Ja, Mann. Oh, great. At least you have a way to get the Zin off your back now. So keep that in mind. Remember, this is only the beginning. With everything we're going to throw at Zinyak, you won't know what hit him. Die nächste Mission geschafft. Hacke den Planeten. Gut, das wär's für heute. Meine Aufnahmesession ist vorbei. Vielleicht mache ich noch eine Runde. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal bei Saints Row 4. Bis